Hi zusammen. Ich habe hier heute für euch ein Lenovo ThinkPad Edge E330 und da wollen wir euch einfach mal kurz zeigen, wie man denn das Gerät aufrüsten kann, welche Aufrüstmöglichkeiten es gibt, also sprich an welche Komponenten ihr denn so rankommt ohne Probleme. Und das ist eigentlich auch ganz einfach bei dem Gerät hier, also da braucht man keine große Angst haben. Wer schon mal einen Schraubenzieher bedient hat und sich dabei nicht die Augen ausgestochen hat, kriegt das hier auch hin. So, ganz wichtig natürlich zuerst immer den Akku raus, Strom abstecken natürlich, denn wir gehen ja schließlich in die Innereien des Notebooks. So, wir sehen jetzt hier schon, wir haben drei Schrauben insgesamt, ja, zwei an den äußeren Seiten, eine so relativ mittig gesetzt und die müssen wir natürlich zuerst einmal öffnen. So, eins. Und da könnt ihr ruhig drehen, bis die Schraube kurz einmal so einen leichten Knack von sich gibt, so ein leichtes Klacken, weil daran erkennt ihr nämlich, dass die Schraube wirklich rausgedreht ist, weil die fallen nämlich nicht komplett raus, also die bleiben hier drin hängen, damit die eben nicht verloren gehen bei der Aufrüstung. Nur halt, wenn es einmal so leicht klackt und dann ein Stück nach oben rutscht, dann wisst ihr, die Schraube ist wirklich komplett gelöst und ihr zieht euch da nicht, zieht euch nicht aus dem falschen, zum falschen Moment dran. So, die Abdeckung ist hier ein bisschen schwierig, also die hat halt sehr, sehr viele Haltenasen, ist an sehr vielen Stellen hier eingerastet, also man muss hier schon ein bisschen vorsichtig sein, um nichts abzubrechen, nichts kaputt zu machen. Da vielleicht als kleiner Tipp, wie ich das immer mache, oder wie ich das meistens mache, eine alte EC-Karte zum Beispiel, also einfach so eine Plastikkarte kann auch eine, zum Beispiel kann auch eine EC-Karte sein, kann eine alte Telefonkarte sein, irgendwas, Hauptsache so Plastikkärtchen, denn damit kommt man hier, wenn man es ein bisschen anhebt, einmal wunderbar rein und kann dann hier quasi einfach das Ganze aufhebeln, ohne das Notebook dabei zu beschädigen. Ja, Vorführeffekt, genau, hier sieht man schon, die erste Nase hat sich gelöst. Das Ganze machen wir jetzt hier auch nochmal. Zack. Und dann einfach nur immer dazwischen gehen, hier so ein bisschen auseinanderdrücken und dann kriegt man das auch wunderbar auf. Na, hier an der Seite haben wir noch ein bisschen was. So, zack. Weil so macht ihr auf keinen Fall beim Notebook was kaputt, weil die Plastikkarte gibt eher nach. Ja, bevor ihr halt hier eben irgendwie die Abdeckung oder so euch da irgendwelche Kanten oder so reinschlägt, wie zum Beispiel wenn man einen Schraubenzieher nehmen würde. Und auch wenn ihr abrutscht, das Plastik ist eben sehr, sehr weich. Da geht halt nicht so schnell was kaputt, wie wenn ihr eben was Härteres da benutzt. So, nachdem wir die Abdeckung abhaben, sieht man dann schon, hier haben wir alle Komponenten quasi direkt offen liegen, also alle wichtigen Komponenten zumindest, an die ihr ran müsst. Zum einen kann man hier wunderbar den Lüfter reinigen, also der setzt sich ja irgendwann auch mit Staub zu, kann man hier halt wunderbar drüber reinigen. Wir haben hier zwei Arbeitsspeicherslots, wir haben hier einmal die große Festplatte, nehmen wir hier die Abdeckung runter, damit man das auch sieht. Ja, also hier die große HDD und wir haben noch als kleine Besonderheit einen mSATA-Slot, also das heißt, selbst bei dem kleinen Gerät hier könnt ihr euch quasi zusätzlich zu der HDD noch eine SSD mit einbauen, einfach damit das System schneller arbeitet und eben für die großen Datenmengen ist dann die HDD da. Ja, ansonsten, wie man hier eben sieht, viel mehr kann man nicht machen. Hier haben wir noch die WLAN-Karte, die kann man natürlich theoretisch auch auswechseln, warum auch immer man das zum Beispiel machen sollte. Nur kurz der Arbeitsspeicher, wie der ausgetauscht wird oder auch, dass man das mal gesehen hat, weil das ist ja immer so eine kleine Mechanik. Wer das noch nie gemacht hat, der sitzt jetzt mal davor und weiß nicht so recht, wie er da weitermachen soll. Und zwar zum Rausnehmen einfach hier diese kleinen Metallriegel, ich zeige das mal hier oben, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Ja, aber diese kleinen Metallpins nach außen ziehen und dann sieht das hier beim Speicher, na, kommst du her, da ist jetzt hier der Aufkleber drüber, also sehr praktisch. Na komm. Na, jetzt muss man manchmal ein bisschen so mit spitzen Fingernägeln oder so reingehen, dass man da hier an diesen komischen Pin kommt, falls hier wieder dieser Aufkleber davor ist. Ja, und beim Einsetzen ist letztendlich einfach nur zu beachten, der wird schräg von oben eingesetzt. Das ist hier ein bisschen schwierig, weil wir haben hier die Pins, die Haltenasen von dem oberen Modul darüber liegen. Und da muss man nur schauen, so, dass eben hier die Kontakte nicht mehr zu sehen sind oder nur noch ganz, ganz leicht zu erahnen sind. Dann ist er ganz drin und dann wird er einfach einmal am besten an den äußeren Seiten nach unten gedrückt, bis er einrastet. Und schon haben wir den Arbeitsspeicher aufgerüstet. Ja, jetzt das Ganze nur noch einmal zumachen. Das ist natürlich entsprechend relativ einfach, wenn man es einmal offen gehabt hat. Man muss es nur von unten hier ab der Kante einsetzen und dann nach oben hin langsam einrasten lassen. Ja, knackt nur hier ein bisschen. Ja. Und dann letztendlich nur noch die Schrauben festziehen. Müsst ihr mir jetzt nicht mehr zugucken, das könnt ihr selbst. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal.